Um mit dem Panther von Level 17 auf Level 18 zu kommen, müssen wir in der Region Silent Mountain 10 Gegner in weniger als 60 Sekunden töten, ohne entdeckt zu werden. 3 Gegner töten, während wir entdeckt wurden, ohne getroffen zu werden und ohne einen einzigen Fehlschuss. Und 2x 3 Gegner in 6 Sekunden mit einem MP aus der Hüfte. Also aus der Hüfte feuern ist einfach nur schießen, gedrückt halten, ohne anzulegen. Und auch nicht so, sondern halt wirklich einfach nur gedrückt halten. Das sind schon ein paar Gegner. Wie viele sind das da? 3. Das könnten doch schon die ersten 3 sein. Am besten würde ich die, beziehungsweise am liebsten würde ich die aber vorher noch blenden. So, das waren die ersten. Zum Glück habe ich ein erweitertes Magazin drauf. Wow. Ja. Er schießt mir in den Arm oder in den Oberkörper und mein Bein fängt an zu bluten. Das haben wir gerne. Gut, auf jeden Fall haben wir die erste Hälfte der dritten Herausforderung schon gemeistert. Gut, dann laufen wir mal weiter. Vielleicht finden wir ja noch eine... Oh, Moment, da ist ja noch jemand. Hallo. Was ich eigentlich sagen wollte, war, vielleicht finden wir ja noch eine Dreierpatrouille unterwegs. Schauen wir mal. So, da vorne ist die Drohnenstation. Wie sowieso? Meine Hoffnung war hier, die 10 Gegner töten zu können innerhalb von 60 Sekunden, ohne entdeckt zu werden. Dafür rüste ich schon mal direkt die Simultanschussdrohnen aus. Denn damit könnten wir direkt schon 4 auf einen Streich nehmen. Aber erstmal schauen, ob überhaupt so viele Gegner da sind. Ach Mist, das ist die Drohnenstation, wo nur die Drohnen rumfliegen. Okay, gut, dann anderer Plan. Was haben wir hier? Mathildas Palace. Gehen wir dahin. Genau hinter mir. Okay, so, Mathildas Palace ist da hinten. Okay, vielleicht schaffen wir es ja bis dorthin. Am besten gehen wir mal hier runter und schauen erstmal nach, wie die Gegnersituation so aussieht. Hier haben wir 2. Gegnerdichte ist sehr, sehr, sehr niedrig. Also sind das nur 2 Gegner hier? Da müssten wir eventuell nochmal verlegen. Das ist echt gar nichts hier, sag mal. Tja, dann eben nochmal woanders hin. Was haben wir denn hier? Round Lake, Aurora Rechenzentrum. Da sind viele Gegner. Hoffe ich. Schauen wir mal direkt von hier aus. So, wir haben auf dem Dach. Da hinten ein Scharfschütze.
Da ein Scharfschütze. Das sind schon mal zwei. Minigunner 3. 4. Die sind auch wieder so weit verteilt, ne? 5. 6. Ne, das ist kein Gegner. Also 5. Viele Zivilisten laufen hier rum. Sechs, sieben, acht, neun. Den zehnten werden wir bestimmt auch noch finden da. Also genügend Gegner sind da, theoretisch. Das Problem ist halt nur, dass die ziemlich weit verstreut sind. So, der eine Scharfschütze. Ah, da sind sogar drei Scharfschützen auf dem Dach. Vielleicht kann ich ja dahinter landen. Ohne entdeckt zu werden. Das wäre sehr toll, wenn das klappen würde. So, gut. Okay. Die Scharfschützen würde ich gern selten bei... Doch, ja, die sind so weit weg, ne? Ja, das sind hier schon fast 200 Meter. Die würde ich dann gern selbst nehmen und die Gegner unten, also zumindest mal drei Gegner unten mit Simultanschussdrohnen machen lassen. Beziehungsweise von den Simultanschussdrohnen machen lassen. Müssen wir erstmal warten, bis er hier abzieht. Ach, der läuft dahin, ne? Ich kann nicht aufhören zu zittern. Ich hab nur noch Eiswürfel in der Hose. Nun, das funktioniert ja nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Verdammt langweilig. Ich habe die Spielkonsole vom Minigunner. Wollen wir nachher ein bisschen die freie Welt retten? Ach komm, ich probier's so. Einmal da. Ach, ich habe ganz vergessen, in den HUD-Einstellungen die Kommunikationsmarkierung wieder anzumachen. Wo sind die noch? Hier. Die hatten wir ja für das Klassenlevel-Gedöns hatten wir die ja aktiviert. Ich sehe die anderen Gegner nicht mehr. Wo sind die? Wo sind die anderen Gegner? Der Minigunner und so, wo sind die hin? Lauter Zivilisten, aber wo sind die? Wo sind die anderen? Der Minigunner und so, die da. Warum? Sag mal, was, jetzt mal ohne Witz, wo sind die? Ach, da läuft er. Er und der andere da, okay. So, wo ist der andere jetzt? Wie wär's mit ein bisschen Optimismus? Wir finden schon was, jede Menge. Da. So. Okay, alle Simultanschussdrohnen in Position. Dann gehe ich jetzt da hoch und dann geht's los. So, 4. Ich habe irgendwie keine Schrittgeräusche mehr. Ah, jetzt geht's nochmal. So, da ist der. 5. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Während sie entdeckt wurden? Ich wurde doch gar nicht entdeckt. Ist der andere da unten gerade weggelaufen? Ach man, das Zeitlimit immer, das ist so... Ach, Mann. Shit.
Halt! Sie greifen an! Da kommen sie! Na toll. Heißt das entdeckt oder ist der nur... Kontakt! Behaltet euch! Ich weiß nicht, wie wir jetzt das drei Gegner, während wir entdeckt wurden, geschafft haben, aber gut, ich beschwere mich nicht. Also nicht darüber. Die Gegnerdichte. Die Gegnerdichte ist hier, glaube ich, doch zu niedrig. Zumindest wenn man es vom Dach aus versucht. Ich hätte es vielleicht tatsächlich müssen vom Boden aus machen. Na toll. Na gut, dann sterben wir jetzt halt. Oder auch nicht. Ach komm. Hui, Flatsch. Dann können wir es nochmal versuchen. Vom Boden aus dann. Vielleicht sollte ich die Scharfschützen oben komplett ignorieren. Ich weiß nicht. Zwei? Hä, was? Oh Mann, dieses Spiel, ne? Das macht mich wahnsinnig. Erstmal heilen. Ach scheiße, heilen geht doch gar nicht, wenn man die Drohnen eingesetzt hat. Ach Mann, nicht dran gedacht. So, gut, haben wir die zwei zumindest wieder. Wie weit ist das? 100 Meter ungefähr, wie das geht. Die Scharfschützen ausschalten und dann direkt wieder runtergehen. Wo ist der andere? Sind diesmal nur die da? Okay. Toll, jetzt dreht er sich gerade um. Dann jetzt direkt runter. Das Problem ist, ich finde die Leiter nicht. Oh, und natürlich. Natürlich! Also irgendwie. Ich wollte eigentlich mit dem Fallschirm runter, aber irgendwie ist heute der Wurm drin, weiß nicht. Sonst klappt das doch immer so gut. Dann eben nochmal. Okay, so. So. Nicht darunter fallen, danke. So, haben wir hier die Gegner, wie eben auch? Nein, natürlich nicht. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Da sind sie. Drei an der Zahl. Oh shit, ich wollte nicht runterfallen. Naja, was soll's. Nehmen wir die Kiste noch mit. Geh mal aus dem Bild, Mann. Ah, da hinten ist auch noch einer, okay. So, wo ist der Minigunner? Was scheiße auf den Minigunner? Ich nehme den da und hol den Minigunner manuell.
So, aber erstmal ihn hier. Da ist er. Ich habe ihn gerade gesehen. So, das sind... keine Ahnung, wie viel es waren. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, wer ich bin. In Eile bin ich. Ich habe nicht mitgezählt. Da, war doch einer. Komm, bitte, bitte, bitte. Ach, wie ich diese Zeitlimit-Missionen hasse. Geschafft! Yeah! Nice! So. Dann fehlt jetzt nur noch einmal drei Gegner in 6 Sekunden aus der Hüfte. Hä? Ich wollte nicht da drüber klettern. Ich wollte da hoch. Mann. Jetzt geht's da nicht weiter. Mann, 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 dieses Spiel. Na toll. Prima. Ich hoffe, bei Ubisoft gibt's keine Selbstmordstatistik. Also bei dafür Breakpoint. Was? Ich glaube, die würde nicht sehr gut für mich ausgehen. Okay, 3 Gegner in 6 Sekunden. Wo haben wir denn eine Straße? Und da unten ist auch eine Straße. Kommen wir hier von dem Biwak aus? Über einen Fallschirmsprung irgendwo an eine Straße? Oder generell vielleicht... Ah, es hat geklappt. Ein Fallschirmsprung. Schauen wir mal, wie weit wir fliegen können. Vielleicht sehen wir ja auch so schon irgendwo eine Patrouille. Also ich habe keine Patrouille gesehen. Ja komm, das war so langsam. Warum rollt er sich da noch ab? Um cool auszusehen, vermute ich. Ja, da muss es ja mit MP sein, sonst hätte ich einfach irgendwo irgendjemanden weggesprengt. Oh, da. Wie viele sind da? 2 nur, oder? Ah, natürlich nur 2. Mann. Was will ich denn mit 2? Ich brauch 3. Shit. Ich brauch 3. Schauen wir mal mit der Drohne, vielleicht sehen wir da was. Kommt ein Konvoi. Da unten ist eine Dreierpatrouille. Warten wir erstmal, bis der Konvoi vorbei ist. Und das Auto. Und dann machen wir das genau wie eben. Okay. Auf geht's. Also wären die paar Fails nicht gewesen, wäre die Herausforderung tatsächlich ziemlich schnell erledigt gewesen, ne? Ohne die Fails. Und wobei ich ja ehrlich sagen muss, dass ich das mit den 3 Kills, während ich entdeckt wurde, nicht ganz kapiere immer noch. Hilfe, ich kann nicht sehen!
So. Und damit sind wir auf Rang 18. Nice.